English is not so good, but I can try. Lass uns lieber in Deutsch machen. Yeah? Ich denke, das hat mal so ausgemacht, das ist auch okay. Besser so. Und ein paar Worte übersetzen für ihn. Okay. So I think we can do it in German. Yeah. And the main points I'll try to tell you in English. Very nice. Yes? Very nice. Don't really bother too much, I'll just tag along. Yeah. I'll ask her. It's only difficult to get the jokes in English. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Öko-Ausstellung, da können wir uns schön in die Runde setzen und ein bisschen was erzählen. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ich sehe ja auch anhand Ihrer Fragen, was von Interesse ist und wo Sie ein bisschen mehr wissen möchten. Und wir werden da schon was Interessantes basteln. Sehr schön. Ja? Okay, then start. Ja, ich pack mal ein bisschen Stühle beiseite, dann haben wir es gemütlicher. So, vielleicht können wir uns irgendwie hinsetzen. Dann können wir mal ein paar Stühle beiseite räumen, dann haben wir es gemütlicher. Ja. Gestern anscheinend noch eine größere Besprechung hier. So. Setzen Sie sich bitte hin, ich lasse Sie sich nicht stören. Ich räume nur ein bisschen auf. Wir stören uns nicht. So, naja. Ja, herzlich willkommen in der Uferfabrik. Das finde ich ja sehr schön. Wann sind Sie angekommen, heute? Oder gestern schon? So einige sind immer hier. Wir wohnen hier. Ah ja. Mhm. Ja, gut. Ich würde vorschlagen,
Ich fange ganz vorne an. Also was das früher hier war, dieses Gelände, und was wir daraus entwickelt haben, was wir heute machen. Mein Spezialgebiet ist die Ökologie, also mehr technologische Geschichten. Aber ich hoffe, ich stürze da nicht so ab in die Technik. Und, aber ich bin gerne bereit, Ihnen da Details zu erklären, wenn Sie das wissen möchten. Wir können aber auch über andere Dinge sprechen. Deshalb würde ich Sie bitten, einfach Fragen zu stellen. Wo liegt Ihr Interesse? Dann können wir da näher drauf eingehen. Und ja, dann wird das halt ein bisschen Diskussion. Das ist schöner, als wenn ich jetzt so einen technischen Vortrag halte. Das ist für alle dann sehr wahrscheinlich nicht so angenehm. Vielleicht erstmal die Geschichte der Genau. Verstanden. Okay, dann würde ich anfangen zu 1920, die Zeiten des deutschen Films, da wo der deutsche Film groß geworden ist, und dann bis heute durchlaufen. Okay. Also, Okay. If you have question, ask. No problem. We have time enough and I will tell you everything. What is the meaning of the word Ufa? It's from earlier time, there was a film factory, mm-hmm. and the name is Universal Film Association, something like this. It's a German film factory. Mm-hmm. Yeah, the German Hollywood. Yes. Mm-hmm. German Bollywood. Yeah. Yeah. It was a film studio. Yeah, it was a film studio. Yes, yes. Yeah. 1920 in Potsdam-Babelsberg wurden die Filme gedreht. Heinz Rühmann, Marlene Dietrich, Fritz Lang hat da Metropolis, glaube ich, gedreht. Und hier in Tempelhof wurden die Filme entwickelt und vervielfältigt und die Originale wurden gelagert. Wir können ja mal gucken. Kann man das hier von hinten erkennen? Ja? Das ist die Uferfabrik, das sind 20.000 Quadratmeter etwa. Hier ist das Gebäudehaus 1, hier ist der Fallschirm, wo ihr vorhin standet und wo wir dann hier lang gegangen sind. In die Ecke hier hinten, da ist die Öko-Ausstellung, da sind wir jetzt. Und hier in diesem Gebäude war das historische Kino und dort haben sich dann die Filmschauspieler ihren ersten Takes angeschaut. Und dann musste man hier nochmal korrigiert werden und da nochmal korrigiert werden und so weiter. Und da sind auch die ersten Stummfilme vertont worden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Willy Giesenberg oder so ähnlich hieß er. Ganz bekannter Pianist, der hat dann die Filme vertont. Sommerfeld? Ja, genau. Sommerfeld, nicht Giesenberg. Sommerfeld hieß er. Und der hat dann die Filme vertont. Ne? Wenn dann Action war im Film, dann hat er richtig in die Tassen gehauen. Und wenn dann irgendwie so ein Liebesfilm war, dann und so weiter. Gut, und dann gab es hier das Säurehaus, Acid House. Da hat die ganze Nasschemie stattgefunden von der Filmentwicklung. Da gab es hier noch einen Tiefbrunnen, wo aus 70 Metern Tiefe Wasser hochgeholt wurde für die Filmentwicklung. Dann gab es hier die Schatzkammer des deutschen Films. The Treasure of German Film. Da haben die ganzen Originale gelagert. Ist ein bisschen ein witziges Gebäude, weil normalerweise bei einem Gebäude hat man außen die dicken Wände und innen drin dünne Trennwände. Und in dem Gebäude ist das umgekehrt. Und zwar die dicken, fetten Wände sind im Gebäude drin. Die bilden einzelne Schotten. Und in diesen einzelnen Schotten haben die Filme gelagert. Und die waren früher auf Nitrocellulose-Basis. Und wenn man die nicht richtig gelagert hatte, dann sind die explodiert. Und dann war der ganze Raum vernichtet quasi. Dann hat man immer zwei Originale gehabt, eins in einer vorderen Schotte, einen in einer hinteren Schotte. Wenn eine Schotte dann explodiert ist, hatte man immer noch ein zweites Original zum weiterhin Kopieren. Und dann ist oben einfach bei einer Explosion das Dach abgeflogen, aber die Trennwände blieben stehen. Und die anderen Kammern waren dann nicht berührt von der Havarie. Gut, das ist das Besondere an diesem Gebäude. Gut, dann gab es hier noch eine Kantine und hier noch ein paar Werkstätten und Lager. Und das war es dann auch.
Sind die Bestände, die in diesem Museum gelagert wurden, alle erhalten oder sind sie im Krieg kaputt? Die sind größtenteils erhalten geblieben. Ah, ja. Der Krieg hatte nur hier im Haus 1 einen Schaden verursacht. Der war aber auch nicht so bedeutend, das hatte man wieder reparieren können. Und die Originale, die liegen jetzt bei der Uferfill noch immer. Ne? Da gibt es ja hier Oberlandstraße, Oberlandweg, wie heißt das? Oberlandstraße. Ja. Ne? Da liegen noch immer Originale gelagert. Die wurden dann von hier mitgenommen. 1961 mit Bau der Mauer in Berlin ist dann der Kontakt von Babelsberg nach Tempelhof abgebrochen und Tempelhof hatte dann nichts mehr zu arbeiten und ist dann 1965 musste hier Konkurs angemeldet werden und dann ist die Ufer hier vom Gelände runter in die Oberlandstraße und hat dann da noch weitergemacht. Werner, Entschuldigung, kannst du das Mikro ein bisschen dichter? Was? Ich habe das gar nicht hier. Okay, dann packe ich das mal so. So. Okay. Gut, das Gelände lag also 1965 brach. Dann gab es die 68er, alle von Ihnen kennen die Zeit, Studentenbewegung, es kamen neue Gedanken auf, vielleicht in der Art die alten Strukturen, so hier ist meine Familie, hier ist mein Arbeitsplatz und hier ist der Ort, wo ich mein Geld ausgebe, meine Freizeit verbringe und so weiter. Und die jungen Leute haben sich gesagt, nee, lass uns das mal anders organisieren. Damals, ich weiß noch, gab es immer dieses Beispiel von dem Arbeiter bei VW, der den ganzen Tag arbeitet, um so einen VW aufzubauen und sein ganzes Geld, was er monatelang verdient hatte, dann VW bezahlen musste, um dieses Auto sich kaufen zu können, was er da selber produziert hat in dem Werk. Und das fanden dann manche Leute ein bisschen widersprüchlich. Und haben gesagt, wir wollen nicht jetzt für jemanden arbeiten, damit irgendjemand Geld verdient, sondern wir wollen für uns arbeiten und wollen uns eine neue Welt aufbauen. Also jetzt ganz kurz zusammengefasst. Naja, und dann überlegte man sich, kann man diese drei Bereiche nicht zusammenfassen? Kann man nicht zusammenleben, zusammenarbeiten und zusammen seine Freizeit verbringen? Und diesen Gedanken, der wurde dann relativ schnell in die Tat umgesetzt. In Berlin gab es ziemlich viele Hinterhoffirmen, die zu Kriegszeiten ganz spezielle Dinge fabriziert haben. Hochtechnologisch, also nicht so wie am Rhein große Fabriken, sondern hier waren es alle kleine dezentrale Einheiten, die Spezialgebiete erfüllt haben. Und die waren dann in den Ende der 60ern, hatten die nicht mehr viel zu tun. Und da sind etliche Firmen bankrott gegangen. Und diese Fabriketagen, die es dann gab, die standen leer. Und das war natürlich ein sehr schöner Ort für Leute, die was aufbauen wollten. Wo einfach riesengroße Flächen zur Verfügung standen, die man dann kreativ gestalten konnte. Und diese jungen Leute, Studenten, Handwerker, Künstler, die haben sich dann aufgemacht und haben dann solche Fabriketagen besetzt. Und haben dann da irgendwas aufgebaut. Und eine so eine Gruppe, das war die Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk. Also zur damaligen Zeit auch eine sehr kreative Zusammenkunft von Begriffen. Die Leute, die haben dann in der Kurfürstenstraße auch so eine Fabriketage gehabt und haben dann angefangen, ein Café aufzubauen, eine Töpferei, eine Fahrradwerkstatt. Ein Raum, wo asiatische Kampfsportarten gelehrt wurden und so weiter. Und es war ein Handwerkerkollektiv, also wurde ganz viel in der Stadt gearbeitet, Hochbetten gebaut und was weiß ich nicht, alle Wohnungen renoviert und so. Und die Leute hatten sehr viel Erfolg, weil das war gerade so der Zeitgeist, der da war, ne? Zusammen Tee trinken, diskutieren, zusammen kreativ was entwickeln und so weiter. Und irgendwann wurde das da unheimlich eng, weil immer mehr Leute da hinkamen abends und dann war alles voll, das Treppenhaus saß voll und so weiter.
Und dann hat man sich überlegt, man muss irgendwie was Größeres machen. Das hat im Kleinen so viel Erfolg, das muss man irgendwie nach außen tragen. Und dann ist man 1978 hergegangen und hat gesagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob es in Deutschland noch mehr Spinner gibt wie uns, ne? Wie wir. Und dann hat man sich überlegt, Mensch, wir machen ein Umweltfestival. Und mit anderen Gruppen aus Berlin wurde dann ein Umweltfestival in Berlin geplant. Und dann haben die Leute 3 Monate vorher, haben die hinter der Deutschlandhalle, da gab es so riesengroße Freiflächen, wo jetzt Messegelände ist, auf dieser Freifläche ein Dorf aufgebaut. Und in diesem Dorf waren verschiedene Parzellen mit verschiedenen Aufgaben. Und das Dorf wurde aufgebaut aus Restbeständen von Großbaustellen. Man hat dann alles mit LKWs dahin gekarrt, auf einen großen Haufen gekippt. Und jeder, der was brauchte, der hat sich dann Holz oder Rohre oder was auch immer da rausgeholt und hat dann angefangen, an seinem Häuschen da zu bauen. Und waren dann Architekten dabei, Studenten, Künstler und so weiter. Und das war ganz witzig, das war so ein Runddorf, in der Mitte ein Platz, wo man abends dann zusammen sitzen konnte, zusammen essen konnte, Feuer machen und so. Und in diesem Dorf gab es dann verschiedene Bereiche, zum Beispiel ein Bereich, da ging es um Ernährung. Und hat man dann diskutiert, wie man eine Zwiebel schneidet, ob so oder so, wie dann am meisten Bioenergie in der Zwiebel vorhanden bleibt. Oder so Trennkost und Vegetarier und diese Dinge wurden alle erläutert. So Trennkost, des Deutschen liebstes Essen ist Kartoffeln und ein Braten. Und beides zusammen ist eben schlecht, weil die Bauchspeicheldrüse für den Braten braucht sie Säure, damit das Fleisch verdaut wird, und für die Kartoffel braucht es eine Lauge, damit die Stärke aus der Kartoffel verdaut wird. So, und wenn man beides zusammen isst, dann weiß die Bauchspeicheldrüse nicht, wo sie dran ist. Ne? Säurelauge, Säurelauge, Säurelauge. Und dann nach dem Essen ist man so fertig und so müde und so schlapp, weil das ganze Blut irgendwie in den Magen gesackt ist und für die Verdauung dann da zuständig ist. Wenn man zum Beispiel Fleisch nur mit Gemüse isst oder Kartoffeln nur mit Gemüse isst und dazwischen Zeit lässt, ist das überhaupt kein Problem. Dann ist man auch nach dem Essen noch wach. Gut, okay. Heute wissen wir das alles. Heute wissen wir das alles. Damals war das aber alles ganz neu. Wir müssen vielleicht ein bisschen übersetzen. Okay, in 1968, the new ideas came. Students, handicrafts, young people came together and wanted to create a new life. And in Berlin, there are many factory places were empty, so they occupied these places and wanted to combine work, living, and free time together. And so they started a big festival to find other guys from Germany who have crazy ideas. West Germany, yeah. Yeah. And then they built up a little town. In 78, and with many different themes. For example, food was a theme of one. They discuss how to cut an onion this way or this way, and in which way is the most biological energy inside. Yes, something like this. A separation food, vegetables, vegetarians, and so on. So they discussed about. Okay. Und andere Bereiche, da ging es dann um Energie zum Beispiel. Ne? Dann wurde so die erste Solardusche aufgebaut. Auf so einem Hügel, so einem Sandhügel, standen dann oben 2 Kabinen. Obendrauf war dann der Solarkollektor aufgebaut. Und da waren natürlich keine Türen drin, weil die Leute wollten ja sehen, wie das alles funktioniert und so. Und dann konnte man da duschen und zugucken, wie dann Solarwärme erzeugt wird und damit auch geduscht werden kann. Und so verschiedene Windräder, Seniusrotor, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so eine Dose, halb, ne, eine Dose,
halb durchgeschnitten und dann die beiden Hälften so ein bisschen versetzt. Und dann gibt es sowas wie ein S. Ne? Sieht aus wie ein S. Und da kann der Wind von da kommen, von da oder von da, ist wurscht egal. Das Ding dreht immer in der gleichen Richtung. Ne? Und solche Geschichten oder die Architekten haben dann so ein Geodom aufgebaut, so ein Riesengebäude ohne versteifende Stützen, nur über Dreiecke wurden dann einfach mit, kann man mit Bambusstäben machen oder so, und einen riesen Dom aufgebaut. Und der hat in sich so eine Stabilität, ist von weiß ich, wer das entwickelt hat, Pythagoras oder weiß ich, keine Ahnung, wurde da aufgebaut. Alles mögliche Dämmmaterialien wurden ausprobiert, mit Flachs, mit Hanf, mit Schafwolle und. Und ja, Solargeschichten, genau, Wind. Gut, und dieses Festival war halt sowas wie eine Initialzündung. Da waren 6 Wochen lang, Publikum war da, von da aus gingen dann Fahrraddemonstrationen gegen Spekulantentum, Wohnungsspekulation und sowas aus. Ausbesetzung. Genau, ja, das war alles die Marge. Ne? Und die Anfänge der Grünen, die sind ja auch so, in dem paar Jährchen später kam das ja auf. Ne? Das war also eine riesen Initialzündung für die ganze Republik. Und die Leute, die das organisiert hatten, hatten dann irgendwann gesagt, Mensch, ist doch schade, wenn das hier nach 6 Wochen einfach vorbei ist. Das hat so einen Spaß gemacht, mit Leuten diskutieren, immer neue Leute kamen dazu, die Politiker hatten sich für interessiert und so. Und ja, das ist eigentlich schade nach 6 Wochen, dass das weg ist. Und dann haben sie sich überlegt, Mensch, das sind so super Themen, das könnte man eigentlich leben. Und dann klick, klick, klick. Ja, klar, das versuchen wir jetzt zu leben einfach. Ne? Und dann haben sie sich aufgetan in Berlin, geschaut, wo gibt es größere Flächen, größere Objekte, wo man diese Sachen, die wir da alle einfach nur in so einer Ausstellung gehabt haben, wie wir das mit Leben füllen können. Und die Leute von der Fabrik für Kultur, Sport und Handwerk haben dann irgendwann dieses Gelände entdeckt. Wir sind mit dem Fahrrad hier am Teltow-Kanal längs gefahren, über den Zaun geschaut und was ist denn da und so. Und dann haben sie natürlich hier direkt über den Zaun rüber und dann hier so ein großes Kino. Das kann die ja gar nicht, ne? In ihrer kleinen Fabriketage, dass man dann großen Raum hatte, wo man dann Zirkus und alles Mögliche machen konnte, Versammlungen machen konnte und so diskutieren konnte, alle zusammen. Oder hier die Kantine und endlich mal mit allen zusammen essen. Ne, war sonst immer dreimal, musste man wechseln, bis alle gegessen hatten dann in der kleinen Küche. Ne? Und solche Geschichten. Und die einen, ja, ach super, hier mache ich meine Fahrradwerkstatt, hier mache ich meine Töpferei und so. Und eine Woche später waren dann 150 Besetzer hier auf dem Platz, die den Platz besetzt haben. Und dann natürlich Ärmel hoch und erstmal den ganzen Müll hier beseitigt. Weil 65, 79, das sind also 16 Jahre, stand das Gelände brach. Das heißt, die ganzen Nachbarn haben sich hier die Heizkörper rausgeholt, die Lampen, Elektroinstallation, alles was man brauchen konnte, ist halt hier irgendwie verdampft in der Umgebung. Und auf der anderen Seite der ganze Müll, alte Kühlschränke, alte Herde, Papier, Pappe, Plaste, alles mögliche, alte Autos und so. Das wurde dann hier alles irgendwann in Nacht- und Nebelaktion abgestellt. Das heißt, der Platz war hier einen Meter hoch voll mit Müll. Das war natürlich erstmal viel, viel Arbeit. Hatte zur Folge, dass von den 150 Leuten nur noch 70 nach ein paar Wochen übergeblieben sind. Die anderen wollten nur Party machen, die sind dann schnell wieder abgehauen. Ne? Naja, und so wurde dann so peu à peu, die einen haben angefangen zu jonglieren, die anderen haben Akrobatik gemacht oder eine Zirkusband aufgebaut und so weiter. Und dann wurde ein Zirkuszelt gebaut. Die Männer haben dann schön geschweißt, Masken geschweißt. Und die Frauen haben dann mit so einer Ledernähmaschine riesengroße Kunststoffbahnen zusammengenäht. Und dann wurde so ein Zweimaster gebaut. Ne? Das haben wir heute noch. Und
Da kamen dann am Wochenende so 300 Leute und dann wurde hier gezeigt, was man so gelernt hat mit Akrobatik und Jonglage und Musik und so. Und so hat man dann so ein bisschen Einnahme gehabt. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele 100 LKWs hier vom Platz runtergefahren sind, voll mit Müll beladen. Ne? War also ziemlich viel Arbeit. Gut, heute kann man sich Uferfabrik so vorstellen, ist ja, wie so eine Holdinggesellschaft. Es gibt so einen Dachverein, Uferfabrik Berlin e.V., ein gemeinnütziger Verein, der auch Pächter des Geländes ist mittlerweile, ein Pachtvertrag bis 2037. Mit der Stadt oder mit? Mit der Stadt, ja. Ja, das war ja, wo das besetzt worden ist, war ja ganz witzig, weil der Senator sagte, Leute, was ist denn da los in Tempelhof? Wochen später, also die hatten das gar nicht alle mitgekriegt, dass hier besetzt worden ist. Was ist denn da los in Tempelhof und so? Das ist junge Leute da auf dem Gelände und das ist doch Senatseigentum, das geht doch nicht und so. Und die Ufers sind dann hingegangen zum Senat und haben gesagt, ja, wir wollen einfach nur einen Mietvertrag, wir wollen das ganz regulär mieten und so. Ist auch offen, kann jeder gucken und kommen und so, kein Problem. Und der Senator sagte, nee, Leute, ich kann mit euch keinen Mietvertrag machen. Ihr habt das Gelände besetzt, das heißt, ihr seid illegal, ich bin eine Behörde, von daher geht nicht, geht nicht. Und dann hatten wir dann nochmal gesagt, okay, Ufer zieht sich jetzt nochmal zurück und irgendwann nächste Woche Donnerstag um 9 kommen wir nochmal wieder. Und Mittwochabend hat man dann die Abendschau eingeladen, also den örtlichen Nachrichtensender. Und der hat dann live in der Abendschau hier vorne gestanden und übertragen, wie die Leute vom Platz gegangen sind. Und am anderen Tag war der Besuch beim Senator und der hat dann gesehen, oh, die Leute sind vom Platz runter, die sind also jetzt nicht mehr illegal, das sind normale juristische Personen. Und jetzt ist das einzige Argument, was ich hatte, ihr seid illegal, weil ihr besetzt, ist ja nicht mehr da. Und über diesen Trick ist dann ein Mietvertrag zustande gekommen. Ich meine, die Abendschau hat natürlich nicht gezeigt, dass alle hintenrum wieder auf den Platz draufgegangen sind. Gut, okay. Wer war das denn damals, welcher Senator? Ich weiß das gar nicht, ich war damals noch nicht dabei, ich bin erst... Seit 20 Jahren bin ich erst dabei. Ende der 70er Jahre. Ja, ja. Ich glaube, der Nagel, kann das sein, dass Nagel da irgendwie... Weil Lummer war Innensenator. Ja, Lummer war Innensenator, genau. Der hatte da mit Sicherheit auch mit zu tun. Aber das müsste dann Juppi da mal fragen. Der weiß das genauer. Und gut, und dann, Mietvertrag war da, das hieß, konnte also richtig losgelegt werden. Ne? Und dann wurde hier richtig aufgebaut. Die meisten Dächer waren kaputt, weil das war natürlich auch Indianerspielplatz für die Kinder aus der Nachbarschaft. Ne? Und so, komm mal her, ob das Dach kaputt geht. So. Also die haben Scheiben eingeschmissen und so. Das war also wirklich alles eine Ruine. Ne? Und das musste man dann peu à peu aufbauen. Ne? Und das waren dann auch so Zeiten, weiß ich, mit 8 Leuten auf dem Zimmer und 2 Hunde, weil das ein Zimmer war, wo es nicht durchgerechnet hat, ne? So ungefähr. Gut, und Dachverein Uferfabrik Berlin e.V., der auch Pächter ist, und darunter hängen dann ganz viele andere Vereine, GbRs, GmbHs. Da gibt es dann zum Beispiel das Internationale Kulturzentrum, das historische Kino, das wurde dann irgendwann mal restauriert. Dann hier aus der Kantine wurde ein Theatersaal umgebaut und hier unten hinterm Fernseher haben wir dann noch so eine Open-Air-Fläche. Können wir nachher mal sehen, wenn wir drum rumgehen. Dann gibt es das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum. Die haben hauptsächlich 2 Bereiche. Einmal einen sozialen Bereich, das geht dann los mit Geburtsvorbereitungen, Hausgeburten, Schreiambulanz für Kleinkinder, Kinderläden, Familienpflege, Altenbetreuung, Sterbebegleitung, also alles, was in dem sozialen Bereich ist. Da arbeiten, ich glaube, 180 haben wir insgesamt, aber über 100 Leute arbeiten im Nachbarschaftszentrum allein. Ne? Dann
haben wir den zweiten Bereich, das ist der Freizeitbereich. Also da, wo früher die Träume auf Zelluloid gelagert waren, hier in dem Filmbunker, da sind heute Studios, da können die Leute ihre Träume verwirklichen. Ne? Musikstudios, Tanzstudios und so weiter sind dann hier. Das gehört auch zum Nachbarschaftssystem. Dann hat man hier ein Dojo, das sind asiatische Kampfsportarten von Tai Chi, Qigong, über Karate, Aikido und was es da alles gibt, Kung Fu und so weiter. Und hier hinten auf dem Gelände ist ein großer Bauernhof mit Pferden, Enten, Frettchen, Schweinen, alles was man so vom Bauernhof kennt. Das gehört zum Nachbarschaftszentrum. Dann gibt es hier das Café Olé, das ist eine GBR, eine Gemeinschaft Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dann haben wir hier die Bäckerei, das ist eine GmbH. Die machen bis zu 2000 Brote am Tag. Gibt es auch eine kleine Konditorei, die dann Kuchen backen und so weiter. Und hier vorne der Bioladen, wo dann alles Mögliche an ökologischen Produkten verkauft wird. Dann haben wir hier ein Gästehaus. Da passen bis zu 40 Personen rein. Von Mehrbettzimmern bis hin zu Apartments. Dann haben wir hier eine freie Schule. Da gehen 50 Kinder hin und wir haben 10 Lehrer. Normalerweise in Deutschland ist das so, der Schnitt liegt, glaube ich, bei 1 zu 33 im Moment. Ein Lehrer, 33 Kinder. Und wir haben 5 Kinder pro Lehrer. Und deshalb können wir uns das auch leisten, eine freie Schule zu machen. Das heißt, also es gibt keine Noten, es gibt keinen Stundenplan und es gibt keine Klassen. Und Abschlüsse? Naja, die machen 6 Schuljahre. In Berlin haben wir ja 6 Schuljahre als Grundschule und dann gehen die zur Realschule oder zum Gymnasium oder zur Hauptschule, je nachdem, wo sie qualifiziert sind für. Ne? Und das Prinzip ist, die Kinder sollen lernen, was zu wollen. Und dazu denken wir, dass es wichtig ist, dass die Kinder erstmal lernen, ihr soziales Umfeld zu klären. Also rauszufinden, was ist meine Stellung in der Gesellschaft oder in meinem Freundeskreis. Ne? Warum komme ich da, die drei spielen immer zusammen und warum komme ich da nie rein? Warum lassen die mich nie mitspielen? Oder weiß ich, 2 Tage später, die rennen mir immer hinterher und ich weiß, ich will die gar nicht haben. Und was ist das? Was schwingt da? Wo muss man gucken? Und so. Bis die dann irgendwann mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und sagen, so, hier bin ich, was soll ich tun? Wer möchte was von mir? Was kann ich wem tun? Oder so, ne? Vielleicht, gut, okay. Normale Schule, 5 Minuten vor Unterrichtsende. Also nicht wie ihr früher, sondern jetzt so in dieser Zeit. Ja, ne? Ach scheiße, 5 Minuten noch. Ach, Jesus. Gestern war geil, ne? Gestern Abend, boah, super, fand ich auch klasse, ey. Super Musik. Bitte, okay, ja. Die Alte, warum nimmt die mich immer dran, ey? Schlimm. Hast du noch eine Zigarette? Gehen wir gleich hinter die Touren alleine. Bitte, ja, okay, mach ich. 20 Mal. Okay, alles klar. Also so ist eine ganz normale Schulsituation. Womöglich noch mit einem Knopf im Ohr oder unterm Tisch dann noch irgendwie SMSen oder so. Und in der freien Schule ist das eher so, Thomas, ich verstehe das nicht. Nee, so wie du das erklärst, ich verstehe das nicht. Du hast doch studiert, du musst doch eigentlich wissen, wie man mir das erklärt, dass auch ich das verstehen kann. Ne? Also ein anderer Ansatz einfach. Ne?
da ist jemand, der möchte was wissen. Ne? Und das dauert zwar ein bisschen, ein, zwei Jahre machen die halt auch gar nichts, also können noch nicht mal lesen. Aber dann sehen sie einen, Mensch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich irgendwann schlechte Karten. Kriege ich keinen Job und so und gehe dann in so eine blöde Hauptschule und eigentlich müsste man noch zum Gymnasium, um irgendwas zu werden und so. Also ich muss mich da jetzt mal durchbeißen. Du bist Lehrer? Nee. Du machst ja so gut, du könntest jede Klasse begeistern. Nee, und dann irgendwann kommen die und dann machen die das mit 150%. Ne? Weil wenn du so ein 6-Jähriger, ich kenne das von meiner Tochter, ne? Die ist jetzt 10, mit 6 Jahren, wer ist denn das? Klein, schüchtern, und dann kommt da der große Lehrer und sagt, 2 mal 2 ist 4. Und sagt, ja, 2 mal 2 ist 4. Und dann irgendwann prügelt sich das ins Hirn rein. 2 mal 2 ist 4, 3 mal 3 ist 9, 5 mal 5 ist 25. Ne, so. Und dann, gut, dann kannst du das einmal eins, aber es ist immer noch so da. Ne? Ja, es ist doch besser, wenn du sagst, jo, 3 mal 3, 10 ungefähr. Finde ich schöner, weil... Im Moment brauche ich das nicht, das 3x3. Ne? Aber wenn ich meine Klamotten auf dem Flohmarkt, auf dem Kinderflohmarkt verkaufen will, dann muss ich schon wissen, wenn der Kunde sagt 10% Nachlass, dann muss ich wissen, was das ist. Also gehe ich zu meinem Lehrer hin und frage mal, was ist denn das da mit den Prozenten und so. Ne? Und dann gehe ich da zu dem Lehrer und dann hat der Lehrer eine Chance, mit mir zu arbeiten. Wie ist denn die langfristige Erfahrung mit den Schülern? Das sind alles klasse Menschen geworden. Ja, ja, die kommen, teilweise ist das schon über 20 Jahre alt, die Schule. Teilweise kommen die heute noch her und treffen sich mit alten Lehrern noch und so. Sind später auf die Oberschule gegangen? Ja, teilweise studieren sie und so, haben super Jobs und so. Also, das ist eben, weil wenn jemand frei ist und wirklich aus dem Herzen spricht und das, was er tut, aus dem Bauch macht, dann ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ob der nun perfekt ist oder weiß ich, $5.000 im Monat verdient oder $1.000 im Monat verdient, wurscht, egal. Der macht das, was er kann und ist glücklich dabei. Und das ist schöner, als wenn jemand $10.000 verdient und ist so ein Grießkram und beißt jede 2 Minuten in eine Tischkante und zieht sich die Pillen rein, damit er keinen Herzinfarkt kriegt oder damit, weiß ich, der Magen nicht übersäuert oder so. Also mir kommt das alles sehr traut vor. Ich habe mich gerade sehr mit Tolstois Schulexperimenten beschäftigt. Mhm. Der hat genau das auch gemacht. Echt? Man konnte kommen und gehen, wann man wollte. Man konnte sitzen, stehen. Wenn es einem nicht passte, ging man weg. Und es wurde gemacht, was die Kinder interessierte und was sie brauchten, um in ihrer Welt zurechtzukommen. Genau, weil dann können sie Fuß fassen und sagen, hier, in meiner Welt bin ich eben gut. Ja. Oder fühle mich zufrieden, fühle mich zu Hause. Und wenn ich das lang genug mache, dann kann ich mich auch adaptieren mit anderen Welten, weil meine Welt mir dann zu klein wird. Dann will ich aber raus und dann will ich kennenlernen. Was ist denn da? Was muss man denn tun, um da hinzukommen? Ja. Und dann mache ich das auch. Und dann sage ich auch, Lehrer, du bist ein kleiner Popel für mich, aber ich weiß, wenn ich nicht das mache, was du mir jetzt zeigst, dann kriege ich mein Abitur nicht. Also mache ich das. Wo ist das Problem? Mhm. Ja? Aber ich muss nicht, oh, der große Lehrer. Ne? Und dem dazu Liebe tun, das ist völlig Quatsch. Mhm. Gut, okay. Freie Schule war das. Gut, und all diese verschiedenen Institutionen hier auf der Uferfabrik werden organisiert von der Uferkommune. Wir sind 30 Leute, die hier auf dem Platz leben und arbeiten. Und wir haben etwa 180, 190 Arbeitsplätze neu geschaffen. Das heißt also, Leute von außen kommen hierher und arbeiten. In der Verwaltung, im Service, Kaffeebedienung, abends Einlass, Karten abreißen, weiß ich, Hebammen, Workshops für Musik, für Tanz und. Also sind ganz viele. Ganz normal, entweder haben sie einen Arbeitsvertrag oder die machen, wenn sie Workshops machen oder so, dann haben sie ja zahlen sie eine kleine Miete
Und die Leute, die dann hinkommen und meinetwegen Karate lernen, die zahlen dann, weiß ich, 30 Euro im Monat oder so. Und davon verdienen die Leute sich ihr Geld. Aber die meisten, wenn zum Beispiel Sekretärin in der Verwaltung, Nachbarschaftszentrum oder so, die hat einen ganz normalen Arbeitsvertrag und kriegt dann, weiß ich, 1200 brutto oder irgendwie sowas. Und das wird dann vom UFA bezahlt? Na, von den einzelnen Bereichen. Ja. Wir hatten ja mal alles zusammen, eine gemeinsame Kasse in der Mitte. Und wenn man dann irgendwie, und alles, was verdient wurde, ob jemand irgendwo ein Hochbett gebaut hatte oder auf der Bühne stand oder sauber gemacht hat oder wie auch immer, alles Geld ging in die Kasse. Und wenn man dann neue Schuhe brauchte, dann ist man dann schlurf, schlurf, schlurf zum Kassenwart. Hör mal, ich brauche ein paar neue Schuhe, hast du nicht mal einen Puffi? Ne? So, und dann zuck. Meistens war keiner da, oder? Keiner ja, manchmal. Und oder weiß ich, jeder musste mal kochen oder so. Das haben wir dann auch schnell aufgegeben, weil manchmal hat das so scheußlich geschmeckt. Ja, heute machen das halt Profis. Kasse ist auch so ein Problem, nicht? Ja. Und irgendwann kam auch das Finanzamt und hat gesehen, wir verkaufen überall Uferbrot in der Stadt. Und da fragte das Finanzamt, ich habe überhaupt keine Steuernummer. Was ist denn das? So, und dann mussten die Bereiche alle separiert werden. Wir mussten mal Steuern zahlen und dann haben wir gesagt, wir haben die Off-Kultur mit aufgebaut, also wollen wir, wenn wir jetzt schon Steuern zahlen sollen, dann wollen wir aber auch ein bisschen was vom Senat haben. Ne? Weil die Deutsche Oper wird unterstützt mit, weiß ich, 100-mal so viel, wie wir bekommen. Und ein bisschen was. Ne? Und im Sozialbereich genauso und Schule, irgendwann musste die auch mal anerkannt werden, weil die ersten haben schon Abitur quasi gemacht. Ne? Und dann wurde die Schule anerkannt und gab auch ein bisschen Schulgeld und so weiter. Und so sind dann die einzelnen Bereiche separiert worden. Und jeder Bereich ist heute selbstständig, eine selbstständige Einheit mit einer eigenen Buchhaltung und so weiter. Und die Leute, die da arbeiten, haben mit diesem Verein dann auch einen Arbeitsvertrag, ganz normal. Also eigentlich nichts anderes organisatorisch wie irgendeine Firma mit Tochtergesellschaften oder wie auch immer. Ja, und wir haben ungefähr 250.000 Besucher im Jahr auf dem Platz. Konzentriert sich hauptsächlich auf den Sommer, weil da halt auch Open Air, da passen halt mehr Leute rein. In die Seele passen nur 300 Leute, da passen 900 Leute rein. Also so Leute, die einkaufen gehen. So Kursbetrieb haben wir, ich glaube, über 1.000 Leute in der Woche, die an Kursen teilnehmen. Vom Nähkurs bis Karate. So. Auch schöne Kampfsportart. Gut, und ja. Und da war natürlich dann auch mal das schöne roter Faden. Sehr schön. Da war dann natürlich irgendwann mal notwendig, wenn man so viele Besucher hat, dass man auch guckt, nicht das Geld von außen reinkommt, sondern das, was innen passiert, auch möglichst ökologisch oder nachhaltig, würde man heute sagen, passiert. Und deshalb haben wir zum Beispiel Ökoprojekte aufgebaut. Wenn wir gerade bei der Besucherzahl sind, da geht jeder mal auf die Toilette. Und jetzt überlege man mal, wir benutzen ein Lebensmittel, um unsere Fäkalien in den Kanal zu spülen. Wieso? Wasser. Ja, Wasser. Ach so. Also wir haben auf dieser Welt wird das trinkbare Wasser immer weniger. Ne? Immer weniger, weil die Seen versalzen. Durch die Umweltverschmutzung wird das Grundwasser angegriffen. Also auch diese Grundwasser werden immer schlechter. Und wir spülen mit einem Lebensmittel unsere Fäkalien im Kanal. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir aus dem Hahn Wasser trinken können. Und uns geht es hervorragend. Sollen wir am liebsten 2 bis 3 Liter am Tag trinken. Und wenn man das in Afrika macht, dann kommt man 4 Wochen von der Toilette nicht runter. Ne? Da hat man sich irgendwelche Keime eingefahren, das kann man eben nicht trinken. Muss man abkochen, das Wasser. Ne? Oder Mikropur oder was weiß ich da reinschmeißen. So, und da haben wir uns gedacht, da das so widersprüchlich klingt, müssen wir da was anderes machen. Da haben wir zum Beispiel so eine Regenwasseranlage aufgebaut. Hier, dieser blau umrandete Bereich, das ist der Bereich, von dem wir das Regenwasser aufsammeln können. Also alles, was da an Regen fällt, können wir aufsammeln.
Es geht dann hier über die blaue Kanalisation in einen Keller. Dann wird es gereinigt und über die gelbe Rohr, über das gelbe Rohrleitungssystem geht das Wasser, das Brauchwasser, dann zu den einzelnen Toilettenanlagen oder zur Bewässerung draußen der Grünanlagen und so weiter. Sieht man hier nochmals, Wasser fließt hier rein, alles was so auf der Straße liegt, kann sich hier ansammeln. So Steine, Sand, Blätter, Ästchen und. Sammelt sich hier an, dann fließt es über die Mauer und hier haben wir so einen riesengroßen 250.000 Liter Regenwasser passt noch rein, einen Riesentank. Das wird dann zu einem Bodenfilter gepumpt, wird hier gereinigt und das Wasser, was hier unten in der Zisterne ist, ist dann richtig sauberes Trinkwasser, nicht ganz, aber fast Trinkwasser, ne? Brauchwasser. Und von hier aus wird es dann zu den Toilettenanlagen bzw. zur Außenbewässerung gepumpt. Mit der Anlage schaffen wir ungefähr 2 Millionen Liter Trinkwasser einzusparen pro Jahr. So Dinge sind es, oder auch Müll ist auch, je mehr Leute kommen, je mehr Müll ist da. Ne? Das haben wir dann auch irgendwann mal 1992 versucht, eine Lösung zu finden, den Müll zu trennen, weil 1000 Kubikmeter pro Jahr mussten wir abführen, das war immer relativ kostenintensiv, ich meine, nicht so wie heute, heute ist ja fast fünfmal so hoher Preis. Aber damals war das auch schon viel Geld und da haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns mal gucken, was haben wir für einen Müll, und haben den separiert und sind dazu gekommen, dass wir nur noch 10% Restmüll für teures Geld abfahren lassen müssen. Alles andere kann irgendwie recycelt werden. Dann haben wir dafür dann Leute gesucht oder es selber gemacht, Firmen gesucht, die das recyceln konnten. Gut, und Entschuldigung, hier an Ort und Stelle oder wird es dann abgefahren? Das wird abgefahren, zum Beispiel eine gelbe Tonne. Ne? Das ist damals aufgekommen, als wir damit angefangen haben. Nee, wir haben damit nichts zu tun, wir sind unschuldig. Aber das ist zu der Zeit dann auch aufgekommen, weil man gesehen hat, bringt diese riesen Müllberge, das bringt nichts, wir müssen das separieren. Obwohl später erzählte man mir auch, dass grüne Punktberge in Indien auf dem Land, Riesenberge mit Plastik aus grünen Punkt verbrannt worden sind. Also, wo grüner Punkt drauf war. Haben Freunde von mir erzählt, die haben das gesehen. Riesen Schiffe werden, also es war dann ein Umweltskandal, weiß ich, dann hat jemand sich da eine flotte Mark mitgemacht und fertig. Aber okay, passiert heute sicherlich nicht mehr, aber das waren so die Schattenseiten damals. Ne? Aber wir haben das ganz gut hingekriegt mit dem Recycling und heute ist das ja auch gang und gäbe. Glas, Papier, Pappe, Kunststoffe und so, das wird ja alles schön separiert. Und organische Abfälle kompostieren wir selber. Haben wir früher einen Komposthaufen gemacht und dann ein Jahr oder so wurde aus dem Komposthaufen gute Erde, aus den Kartoffelschalen und so weiter. Und das war aber sehr platzintensiv, sehr zeitintensiv. Heute machen wir das mit Rottetrommeln. Da hinten steht so ein kleines Modell. Hier, das ist so eine Trommel, da füllt man einfach die Kartoffelschalen, Salatreste und sowas rein. Dann wird jeden Morgen 2 Runden gedreht und dann ist der Kompost in 8 Wochen fertig. Also in 2 Monaten statt in einem Jahr, anderthalb Jahr. Das liegt daran, zur Kompostierung braucht man Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen brauchen Wärme und Sauerstoff. In so einem Komposthaufen hat man in der Mitte viel Wärme und außen viel Sauerstoff. Deshalb muss man den eigentlich umsetzen, macht kaum jemand. So, und sonst fängt er an zu stinken. Wenn man den jetzt zudecken würde mit Plastik, könnte man da einen Stab reinstecken und oben im Feuerzeug eine Flamme machen. Dann entstehen nämlich Faulgase, die man auch zum Heizen nutzen kann und. Gut, aber wir wollen jetzt Komposterde haben. Also muss man Sauerstoff ranbringen. Und hier kommt jedes Teil mal, oh, schön kuschelig, warm und Sauerstoff, warm, Sauerstoff, warm, Sauerstoff, durch das Grill. Und dadurch können die Mikroorganismen hervorragend arbeiten und deshalb ist in 2 Monaten hat man fertige Erde.
Die sind natürlich viel größer da draußen. Ne, durchs Fenster guckt, seht ihr da so eine großen Teile. Ne, da kann man dann auch ganze Dörfer mitmachen. Die gibt es auch in 10-mal so groß. Ne, Vorteil ist auch, es gibt keine Ratten. Im Komposthaufen hat man ja Ratten, Mäuse und sowas. Und dadurch, dass das so Meter hoch ist vom Boden, hat man keine Probleme mit Nagetieren. Gut. Dann haben wir natürlich auch ganz viele Experimente gemacht, als wir hier angefangen haben umzubauen. Am Anfang mussten die Dächer zum Beispiel mit Teerpappe und Bitumen und so gedichtet werden. Das war, wenn man es an der Hose hatte, ging nicht weg und war immer dreckig und hat gestunken und war auch nicht sehr, also ein Umweltgift eigentlich. Ne? Und dann haben wir überlegt, Mensch, das könnte man doch auch irgendwie anders lösen und haben überall auf den Dächern Gründächer aufgebaut. Wenn wir beide jetzt mal den Platz wechseln. Hier sieht man so einen Aufbau von einem grünen Dach. Hier, das Blaue ist die Folie, da ist eine polyolefine Folie, ist ein spezieller Kunststoff, der recycelbar ist. Also nicht PVC oder sowas, das ist ja ziemlich giftig. Wenn es brennt, entsteht Chlorgas und Salzsäure. Im Flughafen Düsseldorf war das vor ein paar Jahren mal ganz kritisch. Nein, diese sind sehr umweltfreundlich und wenn man das Dach mal irgendwann abreißt, kann man das schreddern und dann machen die da so große Deponiefolien raus, so richtig schöne dicke. Gut, und dann bringt man da Substrat auf, ist ein spezielles Substrat, sage ich gleich noch was zu. Und dann kann man da verschiedene Kräuter und Sedumarten aufbringen. Der Vorteil ist, so ein normales Teerpappedach wird im Sommer bis zu 80 Grad heiß. Das sieht man so flirren, bei so Garagenhöfen sieht man das oft, ne? Flirrt. Bis zu 80 Grad heiß. Heißt, die Räume darunter, tierisch heiß, ne? So fünfter Stock unterm Dach wohnen, oh, zwischen 11 und 3 im Sommer geht man lieber irgendwo unten Kaffee trinken. So. Kaum auszuhalten. Wenn man hier auf der Folie misst, in einem Gründach, dann kommt man so auf 30 Grad. Das heißt 50 Grad weniger als auf dem Terpappedach. Das heißt, die Räume darunter angenehm kühl. Die Pflanzen bringen Feuchtigkeit in die Luft, die holen Staub aus der Luft raus, haben richtig Filterwirkung, 500 Gramm pro Quadratmeter und Jahr, ungefähr ein Staubsaugerbeutel voll pro Quadratmeter. Also man hat ein sehr gutes Mikroklima um so ein Gründach herum, wie als wenn man im Wald geht, spazieren oder so. Ne? Richtig schöne, frische Luft. Also, ist prädestiniert. Ja, das war bei uns so gedacht. Und dann ist angeblich eben das Geld ausgegangen. Und das heißt, die Vorrichtung ist da, aber ohne die Erde und die Pflanzen. Echt? Ja. Ja, dann sag doch mal Bescheid. Und wir schmoren im Sommer. Also, das Substrat, wenn ihr das selber bestellt, das kostet nicht viel. Ich glaube, 60 Euro pro Kubikmeter und wenn ihr 10 cm macht, könnt ihr ausrechnen, wie viel ihr braucht. Die Pflanzen könnt ihr von uns haben, dann machen wir euch Sprossen. Das ist kein Problem. Und abgedichtet und so ist es ja alles. Wurzelfest oder ist Bitumen drauf? Das weiß ich nicht. Okay, muss man mal gucken. Und hier an der Seite ein bisschen Kies holen, das ist auch nicht die Welt. Also gut, ja. Das könnt ihr quasi selber machen. Naja, das ist ein ziemlich großer Komplex. Das ist die Küklandsche Stiftung, falls Sie die kennen. Nee, sagt mir nichts. Das ist an sich eine interessante Sache, auch von der Organisation her. Über 200 Jahre alt. Mhm. Und am Schiffbauer da. Ja. Mhm. Und das an sich wäre das gerade eine Institution, die für sowas sehr offen sein sollte. Und wie gesagt, ursprünglich war das geplant und dann ist irgendwie gut, ist das Geld ausgegangen und oft kam jemand anders und der hatte kein Interesse mehr dran und wir haben das immer sehr bedauert, aber wir selbst verstehen davon nichts, aber jetzt sind wir jetzt angeregt, also wir müssen mal mit den Leuten reden. Mhm. Also das ist eine offizielle Firma, die macht das für, weiß ich, 100, 120 Euro ein Quadratmeter. Ja. Und ihr könntet locker für 50 Euro schaffen. Ach. Ja. Ja. Das wäre eine große
Also weit weniger als die Hälfte. Wenn ihr mir da ein paar Sachen zukommen lasst, dann rechne ich euch das gerne aus, was der braucht, wie teuer das ist und so, kein Problem. Ne? Also Support gibt es hier ohne Ende. Gut, dann macht man hier am Rand noch ein bisschen Kiesstreifen, so 30 cm etwa, um ein Drainagerohr und dann kann das Regenwasser auch gut abgeleitet werden. Das Substrat, da wollte ich noch was zu sagen, das hängt ein bisschen von ab, wie schräg das Dach ist. Weil wenn man ein ziemlich schräges Dach hat, dann sollte man keinen Blähton nehmen. Das sind die runden Kügelchen, die ist auch bekannt als Hydrokultur im Haus mit diese Kügelchen. Weil die dann runterrollen. Wenn es mal stark regnet, rollt das weg. Dann nimmt man lieber Blähschiefer. Das ist auch so ein aufgebläht wie Blähton, aber im Schiefer. Und das sind dann mehr so Scheiben, die greifen dann besser ineinander und die rutschen dann nicht ab. Und man nimmt Blähton oder Blähschiefer, weil das eben leichter ist. Im wassergesättigten Zustand, zum Beispiel der Blähton, der wiegt pro Zentimeter Aufbau ungefähr 6 Kilo. Und wenn man normale Erde nimmt, wiegt die locker 16 Kilo. Also schon ein Unterschied. Und wenn man da 10 cm Aufbau hat, dann ist das schon ordentlich. Und deshalb nehmen wir diese Substrate. Und die Pflanzen, die da drauf kommen, sind völlig anspruchslos. Also die brauchen Sand, würde reichen. Weil das sind eben Kräuter, die wachsen irgendwo in Griechenland auf so einer Bergkuppel, wo die Sonne den ganzen Tag drauf knallt. Die haben auch keinen Mutterboden oder Humus oder sowas. Die haben eine ganz karge Felslandschaft und wachsen trotzdem. Oder die Sedum-Arten, das ist die Fetthenne, kennt ihr bestimmt aus dem Garten. Das ist so Sedum telephinum zum Beispiel. Und da gibt es halt 15 verschiedene Sorten, die ziemlich robust sind fürs Dach, sehr schön. Farbenfreudig, wechselt die Farben von Gelb nach Rot, nach Grün. Also ist schon sehr lebendig, so ein Gründach. Gut. So weiter? Sehr interessant. Ja? Okay. Did you caught everything? Well, partly, yes. Getting periodic help. Yeah. We spoke about the green roofs and what's the main aims to put a green roof. Because here are 80 degrees in summer, Celsius, and on the foil of a green roof you have 30 degrees, for example. And so the rooms down under are much comfortable in summer. Yeah? And also the dust is filtered from the air and they bring some wetness, plants bring some wetness, so you have a very good microclimate. You have this in Indian village huts. Mm-hmm. Village huts. Das Prinzip kennt man in Indien. Ja. Das ist klar, so diese Hütten, die mit Stroh.